That's the ticket. Oh, die hat, ah ja, die kotzt. Das können wir einfach sie umbringen und die Waffe nehmen. I gotta find more of that good stuff. Ja, reiß langsam. Gut. Mensch. Postal 2. Oh, hör auf, deine Hose schnell auszupacken. Okay. Als ich mir den Film reingezogen habe, ja, schade war eigentlich, dass der nicht seinen Hosenstall ausgepackt hat. Also, ist nicht. Ich meine halt, dass die keine Anspielung darauf gemacht haben, dass es im Spiel geht. Sonst war sau viel vertreten. Oh, Polizisten. Oh, ich hasse, dass ich immer manchmal feststecke. Ah. Wo muss ich? Der will schießen mit einem Schlagstock. Ach ja, ich komme, sorry, sorry. Nimm das! Solche Idioten. Oh, ich steck fest. Ah! Aha. Was war... Fickt euch! Ich hoffe, es ist... Nein! Nein, Hilfe! Das erledigen die schon. Hilfe. Ey, da kann ich ja warten und die Waffen wieder abgreifen. Oh. Scheren! Oh. Oh ja, sind schon tot. Okay. Oh, Polizisten sind immer noch da. Wie ich irgendwie den Zwang habe, jede Tür aufzutreten. Das ist doch nicht normal. Oh, immer noch Maschinengewehr. Wo sind die Shotguns? Das nervt mich. Okay. Kätzchen? Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Okay. So, ist hier da was? Da ist Katzenpisse drin. Ich glaube, es ist Katzenpisse. Catnip. Lerne die Welt besser kennen mit Victor. Heute Catnip. Catnip, zu Deutsch Katzenminze, ist eine Pflanze, die Katzen stimuliert und sie sich danach wie auf Ecstasy verhalten. Aber jedenfalls ist es ein Drogen. Oh. That's the ticket. Die hat, ah ja, die kotzt. Das können wir einfach sie umbringen und die Waffe nehmen. I gotta find more of that good stuff. Ja, reiß langsam. Gut. Mensch. Ich wollte nur mein Dödel auspacken und dann kam aus der Shotgun raus. Dann schießen die mich gleich an und fickt euch. Okay. Noch ein paar Mods habe ich installiert, wo neue Waffen drin sind. Vielleicht habe ich deswegen diese Semi, was weiß ich was. Da, die da. Vielleicht. Vielleicht ist sie auch im Spiel integriert, obwohl ich sie bisher noch nie gesehen habe. Okay. Oh, gehen wir lieber von der Katzenpisse weg. Oder was auch ich, was das ist. Weil sonst verwende ich es aus Versehen. Im Spiel, wenn man einmal geraucht hat, ist ein Herz dann scheiße und du willst immer und immer wieder rauchen. Danke. Und wenn du nicht rauchst, wird dein Herz immer schneller, pocht es halt immer krass schneller und irgendwann kriegst du Schaden. So, tschüss. Oh, ist hier irgendwo Polizist? Ja. Ja, siehst du, das ist jetzt automatisch auf die Dings gegangen. Auf die Zigaretten. Oder was weiß ich, was der da raucht. Und ein Herz pocht schneller. Ich will das jetzt irgendwie. Jetzt habe ich geraucht. Egal. This can't be good for me, but I feel great. Ja, wird reichen auf jetzt. Ah, Hilfe. Okay. Eigentlich wollte ich nicht mehr machen. Das ist alles, was ich wollte. Es geht mir weiter. Und es juckt die einfach nicht. Interessiert den einfach nicht. Oh. Die
eh nicht so leben. Was ging da gerade ab? Wurde ich da gerade vergewaltigt? Oh, 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 sie läuft rückwärts. Jetzt läuft sie wieder dahin. Jetzt wird sie wieder verkloppt und kommt zurück. Nein, nein, das brauche ich. Okay, wow, was ging mit denen ab? Hä, wo muss ich? Ah, perfekt. Ach ja, wir müssen in die Kirche und beten. Nee, nicht beten. Oh, komm mal hoch. Wir müssen... Wow. Beichten. Beichten, genau. Fängt auch mit B an. Und das ist die Ladezone. Okay. Boah, ich habe schon keine Ahnung, wie lange ich gerade aufnehme. Und wahrscheinlich packe ich dann... Okay, das ist wahrscheinlich eh schon wieder ein paar Parts weiter. Aber da, wo es halt mit der Mall aufgehört hat. Und hier gerade wieder angefangen hat. Ich bin gerade zu dumm zum Reden. Ich laber gerade echt nur Scheiße. Mann, gibt's hier keine Items? Da hinten waren noch welche. Das weiß ich. Das war. Hä? Das war, glaube ich, mal offen. Oder eins davon. Vielleicht, wenn ich die explodieren lasse. Wartet. Wartet. Wo sind meine Granaten? Ach, da. Ich denke schon, was da passiert. Oh, das ist... Okay. Nichts passiert. Okay, das hat sich aufgetürmt. Aber nichts richtig passiert. Oh, ich komme zu spät! Hilfe! Damit. Ja, wo plötzlich aufgeht. Oh, das geht noch da. Rückwärts. Weil ich der King bin. You call me Jack, nigga. I call you a port. Where I piss on it, nigga. Kick somewhere, cut somewhere else, nigga. Es geht wahrscheinlich voll viel auf mich los. Da. Nee, Leben habe ich schon. Oh, jetzt wird's spaßig. Weil hier liegt eine Waffe. Aber nee, nicht deswegen. Sondern weil das. Okay. Alles mit tot? Okay, gut. Jetzt können wir beichten. Sorry, ich habe gerade welche umgebracht. Ich konnte nicht warten. Big sinner. Yep. Did you drop an offering in the box? Yes. Then you are forgiven, my son. Next! Thanks. Oh, mir wurde vergeben. Okay. Das ging ja schnell. Das ist so fucking lustig. What are you talking about? If it was up your ass, you'd know. Hey, buddy. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Holy shit! In the name of Allah, prepare to die, infidels. Jetzt kommen die Taliban und flippen aus. Come out, my peaceful brethren. It's time to deliver an ass-whooping of biblical proportions. Priester versus Taliban. Fight. Raus mit euch. Kommt, meine Leute, meine Gefolgsleute.
Oh, fällt mir gerade ein, rauszukommen ist irgendwie ein bisschen schwer, weil draußen irgendwie viele Taliban stehen und wir haben sie ja gerade auf aggressiv gestellt. Damn, he, I don't feel so good. Okay. Wenn ich schieße, kann ich schlecht reden. Weil das Schießen irgendwie voll laut auf meinen Ohren ist. Hey. Ich denke, das... Ah, da. Ja, pff, gut. Meine Güte. Oh, das ist Chris. Warum hat er da nichts gemacht? Fick dich. Fick du dich auch. Und du dich erst recht. Du. Ganz besonders. Na, ich hab nichts mehr zum Rauchen. Tatütata. Und er hat einen Molotow. Jawohl, die brennen alle. Oh, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Here I was, minding my own business, just enjoying my Second Amendment rights. And you people have to freak out on me. Alter. Okay, jetzt habe ich den verloren, war klar. Hundefut. Ich habe nichts zum Essen. Oh, das wird jetzt echt schwer. Das wird jetzt echt schwer. Hier rauszukommen ohne Essen. Klar, ich kann Hundefutter essen, aber wow. Okay, lass mal die Waffen einsammeln. Alter, wie die hier alle brennen. Shotgun. Ah, die Priester haben Shotgun. Ah, Dude, Servus. Ey, schon erledigt. Sind da keine Taliban mehr? Oh doch, da kommen welche. Ja. Ob ich es lebend aus diesem Gefängnis von Christen rausschaffe und an den Taliban vorbeikomme, das erfährt ihr in der nächsten Folge. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Oder abonniert gleich, denn wir haben im Moment ganz, okay, nicht ganz viele, aber wir haben einige neue Projekte am Start. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.